Die jungen Leute sind Sportler, Idealisten. Bei denen kommt der Sportgeist immer noch vor dem Geld. Mit dem Idealismus, das ist so eine Sache bei 3 bis 4 Mal Training in der Woche. Aber das sind doch junge Männer, die machen Leistungssport. Spaß. Da ist vom Spaß nicht mehr viel da. Jedenfalls müssen wir das alles ganz anders durchorganisieren, wenn wir oben mitmischen wollen. Wenn du mir garantierst, dass diesmal trainingsmäßig alles klappt, verstehst du mich? Harte Arbeit, kein Saufen, kein Trinken. Ja, immer langsam. Ich meine, wir können doch offen miteinander reden. Geld spielt in gewissen Grenzen keine Rolle. Und 26. Und durchdrücken. Und 28. Und 29. Wer macht denn hier gegen den Rhythmus? Und 30. Aus. Steigt erst mal auf, dann sehen wir weiter. Genau, ihr seid mir Kerle. Erst müsst ihr meine Leistung bringen. Ja, Männer. Ja, du als Erster. Ist wie ein Amputierter, aber jeden Abend auf einer anderen Frau. Frauenstein also Tabellenspitzen zu behaupten und damit in der Bundesliga aufzusteigen. Die Gäste spielen in folgender Aufstellung. Nummer 1 Hiedl, Nummer 2 Meier. Somit mit 17 zu 15. Wir gratulieren herzlich zum Aufstieg in die Bundesliga und wünschen auf dem weiteren Weg viel Glück. Ich muss sehen, dass wir am 15. September 2 Punkte nach Hause kriegen und möglichst eine volle Halle haben. Aber wir wissen doch, was ihr alle leistet. Darüber besteht auch kein Zweifel. Folgendes Programm für die nächsten 2 Wochen. Donnerstag Trainingsspiel gegen Sulzberg. Da will ich 30 Tore sehen, ist das klar? Samstag 10 Uhr Abfahrt ins Trainingszentrum Oberalbtal. Rückkehr Sonntagabend. Dort spielen wir gegen eine Kreisklassenauswahl. 40 Tore. Ja, mindestens. Dienstag Training, Donnerstag Training Spiel. Da muss der Werner noch eine Mannschaft suchen. Naja, und dann ist erstmal zugedreht. 3 Wochen Urlaub. Und danach fangen wir wieder von vorne an, weil ihr Säcke ja sicher alles vergessen habt. Also jetzt hört's aber auf. Ja. Männer, ihr wisst ganz genau, dass die Bundesliga hart ist. Sehr hart. Wir haben nicht jahrelang auf den Aufstieg gewartet, damit wir in der ersten Saison gleich wieder absteigen. Da müssen wir doch mal ganz von vorne anfangen, was? Na, Arsch hoch, Fitmensch! Was habt ihr denn die 14 Tage gemacht? Nichts als gefressen, was? Lauter Fettsäcke, verdammt nochmal! Aufstehen, Leute, los und ab! Tempo, hoch!